Herzlich willkommen heute zum Thema, wo wirst du in der Zukunft arbeiten? Du hast es vielleicht mitbekommen, dass in der Wirtschaft viele Veränderungen vor uns stehen und darauf werde ich heute eingehen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung der X-Group und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe Menschen dabei, sich selbstständig zu machen. Und so erlebe ich aus nächster Nähe, wie sich die Wirtschaft verändert, wie sich Technik verändert, wie sich die Arbeitsplatzsituation ändert. Nun, die große Frage ist, wo wirst du in der Zukunft arbeiten? Und dafür habe ich heute etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Hier an dem Flipchart siehst du einen sogenannten Bildschirm. Und in der Zukunft, so sagen viele Experten, wird es nur zwei Möglichkeiten geben, zwei Orte geben, wo du arbeiten wirst. Der erste Ort ist, dass du vor dem Bildschirm arbeitest. Sprich also, dein Arbeitsplatz wird mit einem Laptop, mit einem PC, mit einem Smartphone, einem Handy, wie auch immer ausgestattet sein und du wirst dann mit diesem Bildschirm gemeinsam arbeiten. Du hast dort Vorgänge, du hast Prozesse, du hast Software, du hast Checklisten und du hast Fragenkataloge, vielleicht noch einen Kopfhörer auf dem Kopf und wirst sozusagen deinen Tagesalltag hiervor verbringen. Das ist die eine Kategorie, wo die Menschen arbeiten werden. Was ist nun die zweite Möglichkeit, in der Zukunft zu arbeiten? Nicht davor, sondern dahinter. Dahinter bedeutet, dass du derjenige bist, der die Prozesse, der die Abläufe, der die Software, die Unternehmen gründet, wo dann auf der anderen Seite davor Menschen stehen. Das heißt also, hier hast du entweder einen Unternehmer, du hast einen Selbstständigen, du hast jemanden, der sich hier Gedanken macht um Prozesse, um Abläufe und so Arbeitsplätze schafft. Nun, was bedeutet das für dich? Je nachdem, wo du dich siehst, was dich mehr motiviert, ob du sozusagen in der täglichen Routine eines Menschen, eines Arbeitsplatzes sitzen und arbeiten willst und das abarbeitest, was andere dir vorgeben. Nun, wenn dich das motiviert, dann bist du da auf dem richtigen Weg. Nur musst du dich auch nicht wundern, wenn diese Menschen erstens sehr schnell ersetzbar sind, zweitens, dass diese Menschen sich wenig aussuchen können in Bezug auf Zeit, auf Urlaub, auf Geld, auf Karriere, weil das auch von diesen Menschen, die hinter dem Computer sitzen, bestimmt wird. Wenn du allerdings sagst, das ist für dich zu langweilig und du sagst, nee, das möchte ich nicht, das ist ja wie ein Gefangener, das ist ja wie in einem Art Hamsterrad zu arbeiten, nun, dann gilt es, die Seite zu wechseln. Nur das kostet einen Preis. Denn hier hinten auf dieser Seite bist du zunächst mal auch vollständig auf dich alleine gestellt. Das bedeutet, dass du dir Gedanken machst zu allen Themen, wie eine Firma funktioniert, von der Buchhaltung, vom Kunden, von dem Mitbewerber, von der Marktanalyse, von dem rechtlichen, von dem finanziellen Planung her, von dem Kapital, was zu beschaffen ist. All das gilt es aufzubauen und hier abzubilden. Die gute Nachricht ist, dass wir heutzutage in dem Zeitalter der Technologisierung, der Digitalisierung, der Automatisierung und auch der künstlichen Intelligenz leben, was für dich den Vorteil hat, du kannst aus jedem Winkel, aus jeder Ecke von Deutschland oder von der Europäischen Union dich selbstständig machen, sofern du Internet hast. Es gibt so viele Softwaremöglichkeiten, Anwendungen, Beratungstools und natürlich auch Fördermittel und Finanzierungsmittel und Beratungshilfen, die dir dabei helfen, dieses Prinzip aufzubauen, dieses System umzusetzen, dass du dein Unternehmen gestaltest, dass du die Prozesse gestaltest. Und schließlich können auch diese Menschen, das ist ein weiterer Vorteil, überall arbeiten, natürlich auch im Homeoffice. Genauso kannst du auf der Seite, wenn du deine Firma, deine Struktur aufgebaut hast, auch von überall verwalten und kontrollieren. Es liegt nun an dir, heute eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich mache so weiter, fahre in Urlaub, gehe zu Hertha jede Woche, spiele viele Computerspiele und lenke mich ab mit viel Freizeitvergnügen. Nun, dann wirst du sehr wahrscheinlich dein Leben, den Rest deines Lebens hier in einer Routine verbringen. Und das Problem ist, wenn du älter wirst, wenn du plus 50, 55, 60 Jahre alt bist, nun, das kann sein, dass du diese Jobs gar nicht mehr findest, dass du dann entweder in die Altersarmut rutscht oder ganz gering bezahlte Tätigkeiten noch machst. Oder du triffst heute die Entscheidung und sagst, ja, ich möchte gerne Verantwortung übernehmen. Ich möchte ganz gerne zu den neuen Unternehmern, den neuen Entrepreneuren gehören, die sich Gedanken machen und auch die Technik nutzen, davor keine Angst haben, sondern vielleicht darüber auch für viele Menschen, die in die Wirtschaft reinkommen, neue Arbeitsplätze gestaltest. Nur dann brauchst du eine Menge Know-how. Das reicht dann nicht mehr, den Computer an- und abzuschalten. Du musst dir Gedanken machen über die neuen Marketingkanäle, Facebook, Customer Audience Kampagnen, über SEO, über Keyword-Analyse. Du brauchst einen Kundenavatar. Du brauchst viele Begriffe, viele Kenntnisse, viel Fachwissen. Und da helfen dir viele gute Berater und dafür gibt es auch Fördermittel. Wenn du also heute die Entscheidung triffst und sagst, du möchtest wechseln von einem Arbeitsplatz
den andere gestalten vor dem Bildschirm, zu dem Arbeitsplatz dahinter, wo du selbst dir deine Arbeit beschaffst, wo du selbst die Firmenprozesse aufbaust. Nun, da kannst du gerne unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir helfen dir gerne dabei, dein Unternehmen zu gestalten, vielleicht deine Idee vorher zu prüfen und natürlich die Finanzierung und Fördermittel zu beschaffen. Gerne kannst du unseren Kanal auch abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Wechsel von davor zu dahinter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.